Oh! Hm. Geil. Jetzt habe ich zu viele Heiltränke gekauft, so ein Mist. Was mache ich denn damit? Ich nehme den langen Weg und nicht dein Portal. Ich habe mal Bock, ein bisschen zu laufen. Hier sind bloß die Gegner zu schwer. Sind eher zu viele und ich habe keine Rüstung mehr. So, hast du die schon getötet oder wie sieht's aus? Der Assassin hat bestimmt auch so einen überpowerten Skill, kann ich mir vorstellen. Oder stehst du immer noch in der Stadt? Nee, jetzt nicht mehr. Kann ich durch, oder? Ja, glaub, ja. Die sind halt auch sehr beschäftigt. Sind halt auch sehr stark, ne? Ah, ich bin auch mit Tränkenbelegen beschäftigt. Und wenn du kannst, mach ein Portal auf, bitte. Ich mach das mal hier vielleicht. Einen habe ich schon getötet. Jetzt muss ich erstmal meine Tränke belegen. Tränke belegen. Mana Erneuerung. Ein belegtes Brötchen. Nützlich. So. Ist alles frei. Wo waren wir denn jetzt? Kommst du oder? Soll ich dein Zeug nehmen? Ach, waren wir schon Level 2? Ich hab doch gesagt, wir machen das hier, damit da hier nichts passiert. Junge. Passt gar nicht auf. Ich schände jetzt deine Leiche. Also entweder kommst du jetzt oder soll ich Gegner zu deiner Leiche locken? Das war so ein riesen Mob zu deiner Leiche locken. Oh, da liegt Gold rum. Warum habe ich das denn da liegen lassen? Tränke. Böse Jägerin. Diese Heiltränke heilen viel zu langsam. Bist du da durch oder stehst du einfach nur im Weg rum? Ich sehe schon, du stehst im Weg rum. Danke. Machen wir ein paar Ich kämpfe kämpf doch. Ja, du stehst im Weg rum. Wolltest du eher sagen. Damit ich da nicht weglaufen kann. Okay. Ja gut, wenn die Positionen nicht stimmen, eigentlich stand ich nicht im Weg. Wird schwierig mit Level Up. Das ist so nervig mit dem immer wieder aufladen. Ich finde, wir sollten uns mal das korrigieren und entsprechend Erfahrungspunkte geben per Editor, die wir verdienen. Das Spiel uns aber nicht genehmigt. Ich denke, 100 Millionen wären akzeptabel, ich meine. Schlossen, toll. Armbrust, Kampfstiefel, da nur Müll drin. Ja. Amulett hat er trotzdem eingesteckt, auch wenn es nur Müll ist, ne? Ich weiß nicht, ob es Müll ist. Mal gucken. Es ist blau. Wenn es blau ist, heißt. Das heißt ja nichts. Alter. Diese Heiltränke heilen viel zu langsam. Kann das irgendwie beschleunigen, wie schnell die heilen? Oder. Weiß nicht, ob das Leben beschleunigt. Also wenn du Vitalität skillst. Hm.
Vielleicht wird Diablo ja besser, wenn wir jetzt durch ein anderes Spiel ersetzen, das nicht so scheiße ist. Was ist uns wohl durch ein anderes Spiel, das nicht so scheiße ist, ersetzen? Vielleicht wird es dann besser. Hm. Können wir machen, aber erstmal müssen wir durchspielen. Ach, Blödsinn. Warte mal kurz, ich werfe mal den Editor an. Level 999. Ich komme nicht vorbei. Ah, ich will wieder zurück. Da ist ein Boss. Nein, nein, das sind mehrere Bosse. Ein bisschen aufpassen muss ich auch. Zieh dich nicht so, du bist ja so mächtig überskillt. Hast du jetzt die heftigen Steroide gefressen? Jetzt zeig mal, was du kannst. Als Frau. Ja, man kann auch als Frau Steroide fressen. Hält ganz schön viel aus. So, die anderen kannst du selber machen. Hab ich denn überhaupt? Ich bin mir nicht sicher. Was soll ich denn für eine Treppe? Ich kann gerade nachschauen. Ist vielleicht keine gute Zeit. Kein guter Zeitpunkt nachzuschauen, wie hoch meine Trefferwahrscheinlichkeit ist. Was sind das? Aber treffe ich denn überhaupt? Ein bisschen? Ein schädliches Amulett. Bestimmt total toll. Sag mal, das gibt's doch nicht. Was hält denn der aus? Der andere hat noch viel mehr ausgehalten. So, definitiv mal neue Waffen. Irgendwas hat auch Schaden gemacht. So. Tschüss. Ich habe nur nicht mal 400. So, was wollte ich jetzt gucken? Achso. Ja, 68%, das erklärt. Das erklärt, warum ich den Pisser nicht treffe. Wenn ich physisch angreife, habe ich auch wenig Trefferchance. Aber mit den Zaubern geht es. Ich habe keine vernünftigen Zauber, so. Wir müssen scheinbar in Etage 1 weiter. Na toll. Was müssen wir denn jetzt in Etage 1 weiter machen? Was soll denn dieser Lötzinn? Das habe ich auch noch nie gehört. Oh mein Gott. Plus 2 zu Gift und Knochenfertigkeiten. Nur Totenbeschwörer. Geil. Ich wünschte, ich wäre Totenbeschwörer. Was kann der überhaupt? Tote beschwören? Er kann Untote beschwören. Egal, hätte ich mal den genommen. Oder ist durchaus lustig. Wir müssen nochmal von vorne anfangen, sorry. Wir spinnen es nochmal durch. Ja komm, wir können auch jeden Charakter mal auf den Level 99 ziehen, oder? Wenigstens durchspielen. Mit wie viel? 8 Charaktere, 3 Schwierigkeiten, müssen wir 24 mal durchspielen. Ist auch nicht so wild. Nee, 8 gibt es nicht. Ich waren es nicht 8? Ja, ich glaube 6, ne? Barbar, Paladin, Totenbeschwörer, Zauberer, Assassine, Amazone. Und das. Ein Druide. Sind wir bei 7, oder? 7. Ja, 7 sind es. Oder habe ich mich verzählt? Den anderen gibt es nicht mehr. Jetzt soll ich mit dem Internet nachschauen, so mitten im Kampf. Na, das ist jetzt. Jetzt darf der Finja auch mal was machen. In den letzten beiden Schwierigkeitsgraden habe ich immer die Bosse gekillt, jetzt macht der Film mal die ganze Arbeit. Soll auch endlich mal was machen. Da habe ich zwar immer noch mehr Arbeit gemacht als er, aber hey. Sagt's keinem. Ja. Dafür ist, ist meine ja schwieriger als fest. Außerdem habe ich ihr auch geholfen. Ich muss sagen, Baal haben wir beim zweiten Mal deutlich schneller getötet als beim ersten Mal. Ja,
Das ist mein Schatten schon wieder. Komm mal näher. Hat dein Schatten gut geholfen. Manchmal ist der extrem. Der hat das auch alleine gemacht. Der Schatten, ja. Ja. Ja, gib mal beiseite, ihr Pisse. Ich mach das alleine, geht schneller. Stört mich mal nicht. Das soll ich auch nochmal anders gehen, wobei ich hab mich gar nicht so weit festgelegt. Werden die Dingsbums-Werte auch wieder zurückgesetzt, also Stärke und so weiter? Wird alles zurückgesetzt. Hm. Gut, schicken wir mal den Link zum Editor. Ansonsten hätte ich das gar nicht machen können. Ja, dann schick mir nachher mal den Link zum Editor dann. Du brauchst doch keinen Editor. Ob ich das du hast doch der Editor heißt Akara. Oder wie heißt die? Na, fuhr wieder nachher mal. Genau, Akara. Die ist im Lager der Jägerin. Das ist der beste Editor. Ich setze jetzt zurück und skill mich dann während der Aufnahmepause. Brillanter Plan. Aber bei dir würde ich das nicht machen. Ich muss das echt mit Hand identifizieren oder was? Ach komm. Es gibt ja verschiedene Skillungen. Also du kannst ja auch einen anderen Schwerpunkt legen, sag ich mal. Ja, das ist meistens Falle, aber Fallen sind doch scheiße. Ja, also habe ich da meinen Schatten nicht mehr und... Oh, das sieht sogar wie ein halbwegs brauchbares Schwert aus. Plus 1072 zum Angriffswert. Ja, geil. Ist halt nur dummerweise ein Zweihänderschwert. Also völlig nutzlos. Was kann ich für euch tun? So, der Phineas durchgegangen. Bleiben wir einfach ein bisschen da stehen und der Film ist ja eh noch nicht da. Ich bin hier. Ich, oh, ich habe einen schönen Zauberstab gefunden. Kannst du den jetzt auch benutzen in deiner Umskillung oder was? Nee. Ja, nur die Zauberin. Ich hab so hart umgeskillt. Ich heile jetzt die Gegner, wie ich sie schlage. Puh. Ich weiß gar nicht. Wir müssen endlich mal Dungeon Siege spielen, da gibt's das halt wirklich. Auf der höchsten Schwierigkeitsstufe kommen dann echt Gegner, ja. Heilung durch Blitzschaden oder sowas. Die Heilung durch Feuerschaden und Lausitzung. Aber wenn du ein richtiges Guild bist, kannst du deinen Magier die heilen lassen und sie trotzdem noch absurd schnell töten. Das ist auch viel einfacher, das Spiel. Warum spielen wir das nicht mal? Warum spielen wir nicht mal was Einfaches? Lass es mal I Wanna Be the Guy spielen. So Art Race, wer zuerst durch ist. Nee, ich mag das Spiel nicht. Oh, ich habe mir jetzt Play dazu angeguckt und der Typ hat am Schluss seine Tastatur kaputt geschlagen. Ich glaube, er war leicht angepisst. Ich weiß gar nicht warum. Ja, das Spiel ist schon scheiße. Also, wenn man es mag, okay, aber... Ich will nie ein schweres Spiel spielen. Ein bisschen absurd schwer. Ich glaube, das soll so. Ist schon klar, dass es so soll. Leider nicht. Vielleicht war es ja nur versehen. Ich habe mein Spiel versehentlich fast unschaffbar gemacht. Wobei auf Impossible ist es unschaffbar, glaube ich. Da gibt es keine Speicherpunkte.
Genauso wie mit Diablo Zelda, das ist auch fast unschaffbar. Was ich jetzt weiß, wir haben es doch durchgespielt. Weil wir gut sind, also. Ja. Das ist Skill. Da hast du ja auch das meiste gemacht. Die sind halt schon übermenschlich, ich meine. Und wir haben es nur auf normal gespielt. Steins Subway hat nicht irgendwie Multiplayer, oder? Nee. So ein Team Deathmatch oder sowas? Ja, Deathmatch. Nee, nee. Sicher? So, hier geht's weiter. Ja, Moment, ich muss das mal Tränke belegen. Das sind immer noch keine Blitzmondgegner. Boah, das ist jetzt schon so ein bisschen heraus, ne? Wir haben heute richtig Glück. Na, als ich getestet habe, hatte ich ständig welche. Darum mache ich das. Ich muss jetzt erstmal. Ich schlag auch mal. Ich habe ein Level abbekommen. Okay, wie aktiviere ich jetzt PvP? Na, du musst hier klicken, warte. Ist gerade vielleicht. Erstmal die Party auflösen und dann. Hey. Oh, also diese Walkenmaske einstecken. Ist das klug, jetzt mitten im Kampf das zu machen? Dann machen wir es wieder rückgängig. Ja, können wir nachher machen. Ich mache einfach noch schnell ein Level rein. Oh, ja, wir kriegen bestimmt noch ein Level. Also, es geht ja recht zügig. Nee. Ich mache mein eigenes Hack and Slay mit viel krasseren Level aufstiegen. Und irgendwie so eine Million brauchst, um Level abzubekommen, und jeder Gegner gibt immer nur einen Erfahrungspunkt. Es war schon ganz gut, dass ich das so gemacht habe. Ja, ich habe ein Telefon gefunden. Sonst hätten wir jetzt erstmal wieder leveln müssen. Und ja. Schon gut, dass du einen Charakter-Editor angerufen hast. Muss ich dir recht geben. Hier ist wieder der Teleporter. Einen Guide rausgesucht hast. Dann skillen wir auch mal Vitalität. Das bringt auch nicht viel. Das habe ich gerade mal 384. Ja, gut, die 5 Punkte hauen das jetzt nicht raus. Egal. Aber wenn du 50 da zusätzlich rein skillst, dann geht er schon. Ich habe erst bei meinem Schattenmeister noch mächtiger gemacht. Er ist jetzt noch schattiger. Mit 25% mehr Schatten. Jetzt ist 25% um Nachtiger. Nachtiger. Die totale Umnachtung wurde eingeleitet. Ja. Unten ist übrigens der Teleporter. Der Schatten, der die Nacht durchflattert. Oh Gott. Das Kaugummi, das an deinem Schuh klebt. Willst du nicht erstmal den Teleporter aktivieren? Ja, dann eben nicht. Ach so, hast du gerade gesagt, ne? Bin nee. So ein bisschen. Leben wieder auf 5 plus 8. Ja, geil. Durch diesen Item. Ganzen Blitzzauber bin ich ein bisschen ja, durch hier. Du bist schon die ganze Zeit durch. Nicht, hier nicht alles mit, aber jetzt noch mehr. Questlogbuch. Ach, du hast die Spruchrolle. Ja, nicht wirklich. Ich hab hier erstmal ganz viele Gegner. Ein bisschen stark sind. So gesagt, aktivier erstmal den Teleporter. Aber nein, er muss ja wieder mit starken Gegnern. Ja. Aber ich hab den aktiviert. Uff! Ja, geht schon. Ja, also, wenn ich sag, die sind ein bisschen stark, dann kannst du mir das auch glauben. Kam ein bisschen überraschend, dass die plötzlich so da. Ja, ja, ach komm weiß. Schon! Die sind, ich gerade ein Level-Up hatte. Okay, jetzt ist nur noch der Boss. Alles klar. Darf ich mein Zeug mal wieder mitnehmen, danke. Alter. Oh, ich brauche nur noch 19 Millionen Erfahrungspunkte bis zum nächsten Level. Ich bin froh, dass ich umgeskillt habe. Das will ich hier noch nicht. Das bringt auch nicht viel. Ich
Spätestens Akt 2 ist eh Feierabend. Doch, wir sind schneller durch. Auf jeden Fall. Mindestens doppelt so schnell. Oh, ich habe einen Disconnect, sehr gut. Ja? Oder? Nee, doch ja. Nicht. Ich dachte. Ja, weil ich identifizieren hat nicht geklappt. Warum dachte ich? Ich glaube, so dumm. Schönes Schwert. Kann ich mit dem Schwert das auch machen? Nein. Man kann auch 1000% zusätzliche Erfahrungspunkte für den Gegner machen. Da ist das Level ganz einfach. Ja, das sollten wir mal machen. Nee. Wobei 1000, das dauert immer noch ewig bis zum Maximallevel. Einfach mal 1 Million. Ich möchte 100 Milliarden. Oh oh. Da ist ein Baum. Jetzt bring doch mal die Schriftrolle zurück.